Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Mein Name ist Holger Fertig. Ich bin Produktexperte hier bei der Société Générale und freue mich, in unserem SG Active Trading Format heute die Trading Gruppe bei mir zu haben. Die Trading Gruppe besteht aus Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Und wir nennen das Ganze Swing Trading mit Vorfiltern. Das heißt, wir haben ein dreistufiges Analysesystem, mit dem wir zwei Trades heute uns anschauen und hier Einstiegs- und Ausstiegspunkte definieren. Die beiden Trades werden zum einen sein, ein Trade auf den S&P 500 auf der Long-Seite. Und wir haben dann noch ein kleines exotisches Währungspaar heute, den australischen Dollar versus dem US-Dollar, das Ganze in Euro gehandelt. Also es wird spannend von der Seite. Und bevor ich an die Kollegen gebe, ganz kurz die Risikohinweise zu diesem Webinar. Dieses richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Und die Produkthinweise zu diesen Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Das heißt, selbst wenn wir hier WKNs nennen, ist das ein Beispiel. Und wir haben natürlich keine Garantie, dass der Trade auch aufgeht, beziehungsweise es ist auch keine Anlageberatung. Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko. Das heißt, die hier vorgestellt werden, haben natürlich auch das Totalverlustrisiko in dem Moment, wenn der Knockout erreicht wird, beziehungsweise ja, wenn es zur wertlosen Fälligkeit des Optionsscheins am Ende der Laufzeit kommt. Und zu guter Letzt muss natürlich auch das Ausfallrisiko des Emittenten mit erwähnt werden. Zu guter Letzt, wer sind wir, was machen wir? Wir sind das Zertifikate-Team. Wo Sie uns erreichen können, sehen Sie hier oben. Wir haben auch einen Chat, unter dem Sie uns kontaktieren können, wenn Sie nicht gerne am Telefon reden. Wir haben aber neben den Webinaren auch noch ganz andere Services in petto. Zum einen tägliche Newsletter. Wir haben ein monatliches, kostenfreies Magazin, das wir Ihnen auch noch kostenfrei nach Hause schicken. Und wem das nicht reicht, der kann auch unseren Börsen-News-Kanal auf seinem Handy über Telegram abonnieren. Ganz kurz noch zu Free-Trade-Aktionen aktuell. Die Deutsche Bank Max Blue, Kortel Consors und die Consors Bank heutzutage, Entschuldigung, und der S-Broker haben mit uns aktuell Free-Trade-Aktionen. Das heißt, hier können Sie ab 1.000 bzw. 1.500 Euro kostenfrei unsere Produkte handeln. So viel von meiner Seite her. Ich freue mich jetzt auf den Ingmar Königshofen. Der gibt uns zunächst einen Rückblick auf die letzten beiden Trades, die wir vorgestellt haben. Und er wird uns zeigen, ob wir auch da reingekommen sind. Ich bin selber gespannt. Ich habe nicht gelunzt. Ingmar, die Bühne ist deine. Super, danke dir, Holger. Einen wunderschönen guten Abend mit Kortal Consors. Hast du mich gerade wieder in alte Zeiten zurückversetzt. Es kam wieder einiges hoch. Das ist ja schon ein paar Jahre her noch, wo der Name noch so war. Ja, deutscher Versprecher. Ja, aber ganz interessant, ja. Also, einen wunderschönen guten Abend auch an alle Teilnehmer. Freut uns sehr, dass wir heute wieder mit dabei sind. Und Holger hat es gerade schon gesagt, natürlich wollen wir uns zunächst einmal wieder anschauen, wie die Trades vom letzten Mal gelaufen sind, bevor wir uns dann die Strategien für heute anschauen. Beim letzten Mal hatten wir einmal das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar vorgestellt und noch einen DAX-Trade. Britische Pfund gegenüber US-Dollar. Wie sah die Strategie aus am 19.05.? Das war eine Short-Strategie. Preisbestätigung. Wir wollten ja einsteigen mit einem Limit bei 1,42, mit den Zielen bei 1,37, 1,35, 1,30 und einem anfänglichen Stopp bei 1,45. Unten kann man sehen, aktueller Kurs 1,41176 von vorhin. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir dann bei 1,42 reingekommen sind. Ja, sind wir. Wir sehen hier wieder blau eingekreist den Tag des Webinars. Am nächsten Tag wurde das Limit getriggert bei 1,42. Wir sind auf der Short-Seite eingestiegen. Ist jetzt leicht vorne die Position, aber noch nicht der Rede wert. Es läuft ja mehr oder weniger schon seit sehr, sehr vielen Tagen seitwärts hier zwischen 1,41 und 1,42 auf der Oberseite. Und hier oben ist der Stopp platziert bei 1,45 und die Ziele bei 1,37, 1,35 und 1,30. Das sind eben die Ziele, auf die wir spekulieren. Momentan gibt es hier keine Anpassung, die stattfinden muss. Aber bevor wir dann zum nächsten Markt kommen, vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Update. Wenn wir hier auf den Chart schauen vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, dann sieht man eben hier in dieser Region um 1,42
bis 1,44 einen deutlichen Widerstandsbereich. Und die Vorfilterung, also die Saisonalität, die COT-Daten und auch das Sentiment zum Beispiel, zeigen weiterhin an, dass die Short-Seite zu favorisieren ist. Momentan Druck nach unten kam noch nicht so wirklich auf. Es bleibt jetzt spannend abzuwarten, wie diese Seitwärtskonsolidierung hier aufgelöst wird, ob nach oben oder nach unten. Rein von den Vorfiltern gehen wir weiterhin davon aus, dass eben diese Seitwärtsrange dann nach unten verlassen wird, dass wir dann Richtung 1,40 fallen sollten. Und wenn diese 1,40 auch bricht, das ist eine deutliche Unterstützungszone, dann sollte es dann Richtung der Zielmarken gehen, die ich eben hier aufgezeigt habe. 1,37, 1,35 und 1,30. Zweite Strategie war eine Strategie auf den DAX. Hier hatten wir aufgezeigt, dass die Vorfilter anzeigen, dass wir uns kurzfristig auf der Short-Seite positionieren könnten. Mittelfristig, sagen wir schon seit längerem, sind wir bullig, aber wir versuchen auch hier natürlich mal kurzfristig Short-Positionen zu eröffnen. Und hier wollen wir aber erst einsteigen mit einer Preisbestätigung in diesen Short bei 14.800 Punkten. Also wenn der DAX auf 14.800 oder darunter fällt, erst dann wollen wir die Short-Position eröffnen mit dem Ziel bei 14.400 und 14.200 Punkten und einem Stopp bei 15.200. Aktueller Kurs 15.560, also oberhalb des Stops, aber wir sind gar nicht in diesen Trade bislang reingekommen. Man sieht eben, dass dieses letzte Zwischentief nicht nach unten durchbrochen wurde. Diese Unterstützungszone bei 14.800, die wurde gar nicht mehr angetestet. Das heißt, dieser Trade ist hinfällig. Wir sind hier noch nicht eingestiegen und im Gegensatz zu der Erwartung sind wir dann erstmal weiter angestiegen. Kurzfristig wird es sicherlich auch mal wieder Möglichkeiten geben für die Short-Seite. Gerade jetzt im Juni sieht es ja zumindest saisonal danach aus, dass der Markt auch mal etwas korrigieren könnte, also der DAX in diesem Falle. Aber mal abwarten. Wie gesagt, wir sind in diesem Trade gar nicht eingestiegen. Interessanter ist dann eben das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Da läuft der aktuelle Short-Trade und das sieht von den Vorfiltern auch weiterhin sehr, sehr interessant aus. So, das soll es dann auch schon mit dem Rückblick gewesen sein. René, ich hole dich rein, sage Hallo und dann wollen wir mit dem S&P 500 starten. So ist es. Auch von mir hallo in die Runde und wir wollen direkt, wie der immer schon sagte, mit dem S&P loslegen. Die Märkte sind derzeit nicht so super beweglich, nicht so sehr bewegungsfreudig, aber in einem absolut intakten Trend. Das sehen wir hier auch beim S&P. Ganz kurz zur Erklärung, was wir hier alles für bunte oder teils bunte Linien sehen. Hier oben sehen wir den Chart des S&P 500. Das ist der Kursverlauf. Hier unten sehen wir die COT-Daten. Hier der alte Report. Alter Report bedeutet nicht, dass die Daten alt sind, sondern bedeutet, die Unterteilung ist ursprünglich in drei Kategorien vorgenommen worden, nämlich Large Speculators, das sind die großen Spekulanten, also im Wesentlichen sind das Fonds, die am Markt agieren. Dann Small Specs, das sind die Kleinspekulanten, also all diejenigen, die unter der Report-Grenze, es gibt eine Grenze, wenn man so und so viel Kontrakte handelt, ist man oder bis zu diesem Kontraktlimit ist man als Kleinspekulant gelistet und wenn man darüber ist, ist man eben institutioneller oder Hedger, da wird man eben als kommerzielle Adresse gelistet und Kleinspekulanten wären jetzt zum Beispiel auch wir. Das ist diese blaue Linie hier. Und dann ist im alten Report, gibt es noch die Commercials. Das sind kommerzielle Adressen, jetzt beim S&P zum Beispiel sind das große Investmenthäuser, das sind all diejenigen, die kommerziell in diesen Markt investieren und die dort Produkte auflegen auf diesen Markt. Und diesen Teil dieses COT-Reports, die Commercials, hat man dann 2006, Mitte des Jahres, aufgesplittet, weil man gesagt hat, okay, das kann man noch besser machen und hat dann eben diese Händlergruppe nochmal geteilt in zwei Kategorien. Und so ist dann der neue Report entstanden, der die gleichen Werte beinhaltet, aber halt anders unterteilt. Ich habe das neulich in meinem Seminar beschrieben. Wenn man sich das vorstellen möchte, dann ist es im Prinzip so, wie wenn man eine Fußballmannschaft unterteilt und sagt, okay, Abwehrspieler, Stürmer, Mittelfeldspieler und man dann sagt, okay, das ist aber ein bisschen grob unterteilt. Jetzt unterteilen wir aber die Mittelfeldspieler nochmal in defensive und offensive Mittelfeldspieler. Da stehen die gleichen vier oder fünf Mittelfeldspieler auf dem Platz, die vorher alle Mittelfeldspieler waren
Jetzt sind sie immer noch Mittelfeldspieler, aber die einen sind defensive und die anderen sind offensive Mittelfeldspieler. Also hat man das nochmal unterteilt in zwei Kategorien. Und so muss man sich das hier auch vorstellen. Der COT-Report zeigt uns also, wie die Händlergruppen aktuell am Markt agieren. Und da sehen wir, dass im Wesentlichen hier unten ist Open Interest. Das ist also die Anzahl aller offenen Kontrakte, zeigt also das, was am Markt gerade passiert. Kommen neue Marktteilnehmer hinzu, strömt Kapital in den Markt hinein, dann steigt das Open Interest. Und wenn es sinkt, so wie hier, dann gehen Marktteilnehmer raus und schließen Positionen. Und wenn neue Marktteilnehmer in den Markt reinkommen und wir Preishochs sehen, also neue Preishochs, neue Trendverlaufshochs, ist das typischerweise ein bullisches Signal. Es gibt keine Widerstände jetzt hier im Wesentlichen. Völliges Neuland, völliges neues Terrain. Und das Open Interest steigt. Es steigt nicht dynamisch, aber es steigt an. Und dann ist die Frage, wodurch steigt das Open Interest hier in den letzten 2 Monaten, 2, 3 Monaten an? Und da sehen wir, dass im Wesentlichen hier die Kleinspekulanten gekauft haben. Wenn man mal sich anschaut, seit Anfang März haben die Kleinspekulanten ihre Positionen ausgebaut. Gemäß dem alten Report und dem neuen Report sind es die Asset Manager. Also das sind Trendtreiber, die spekulativen Kräfte im Markt. Die sind ja relativ hoch investiert. Es gab aber auch schon höhere Investitionsquoten. Insofern, der Trend ist intakt. Es kommen neue Käufer in den Markt. Von daher gibt es, wenn man diesen Filter anschaut, die COT-Daten, gibt es da nicht wirklich etwas Negatives zu finden, außer dass der Markt halt so ein bisschen träge ist. Jetzt wollen wir aber uns ein bisschen detaillierter auch mit dem Markt befassen und schauen, okay, übergeordnet haben wir festgestellt, die Trendtreiber treiben den Trend weiter. Und es gibt aber auch nochmal ja, spezifische Zeitfenster, in denen ein Markt, jetzt gerade spezifisch der S&P, stärker ist als in anderen Phasen. Und das ist zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen typischerweise der Fall. Nämlich, wir haben nächste Woche FOMC-Meeting, also Notenbank-Sitzung in den USA. Die ist immer Dienstag, Mittwoch, mit Mittwoch dem Announcement, also der Bekanntgabe und auch der Pressekonferenz. Und diese Grafik hier zeigt den S&P 500 Kursverlauf seit 2000, wie er jetzt wäre, wenn man die FOMC und die Non-Farm Payrolls, das sind wichtige Wirtschaftsdaten, wenn man diese Effekte rausgerechnet hätte. Kann also messen, dass vor den Notenbanksitzungen oder um diese Notenbanksitzungen herum der Aktienmarkt überdurchschnittlich stark zulegt. Nicht immer, das wäre schön, wenn es so wäre, aber regelmäßig und auch wenn es auftritt, dann so stark, dass es wirklich einen ordentlichen Effekt hat. Man kann also jetzt sagen, okay, ich rechne mal raus, diese 2 Tage, an denen die Notenbanksitzungen sind, alles, was da im S&P passiert ist, rechne ich mal raus. Und dann, wenn da nicht viel passiert wäre, wenn da nicht viel Performance dazugekommen wäre, würde der Indexstand sich nicht verändern. Hier ist es aber so, dass diese beiden News-Events und mit einem ganz, ganz wesentlichen Teil sind es die FOMC-Meetings, dass die einen großen Einfluss oder Anteil an der Gesamtperformance im Moment haben. Der Index stünde drastisch niedriger. Wir stünden 1400 Punkte niedriger. Diese Grafik ist jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate alt. Jetzt ist diese Diskrepanz noch mal ein bisschen größer, aber wir haben 1400 Punkte, die nur aus diesen beiden News-Events herrühren. Und was wir auch haben, das hat aber damit zu tun, wir steuern auf die Monatsmitte zu und Monatsmitte ist typischerweise eine gute Phase. Es hat zwei Gründe im Wesentlichen. Nummer eins, es fallen immer mal wieder die FOMC-Meetings auf eine Monatsmitte. Die sind oftmals so um den 15. herum, manchmal am 13., manchmal am 17., aber die sind oftmals in diesem Korridor und dann aber auch so Richtung 26., 25. Die sind aber ziemlich breit verteilt. Also da kann man jetzt nicht sagen, das alleine ist für diesen Effekt verantwortlich, aber sie spielen damit rein. Und dann gibt es natürlich in den USA ein bisschen eine andere Aktionärsquote, als wir es jetzt hier in Deutschland haben. In Deutschland, ich weiß nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber das Letzte, was ich gehört habe, waren 5 oder 6% der Leute, die direkt oder indirekt im Aktienmarkt investiert sind. Ich hoffe, dass sich das geändert hat. Ich glaube auch, dass jetzt sich ein bisschen was geändert hat in den letzten 12 bis 16 Monaten.
Aber natürlich trotzdem erreicht man die USA noch lange nicht. Dort sind also viele im Markt engagiert und auch unter anderem über Sparpläne. Und dieses Kapital strömt halt immer dann, wenn Gehaltszahlungen kommen, wenn man Gehalt bekommt, was in den USA für die meisten jedenfalls zweimal im Monat ist, Monatsanfang und Monatsmitte, dann strömt dieses Kapital in den Aktienmarkt, in diese Sparpläne oder über diese Sparpläne rein. Und da sieht man auch diesen Effekt. Das sind die Handelstage des Monats hier unten gelistet. Also es gibt bis zu 23 Handelstage in manchen Monaten. Und hier sehen wir, dass zum Monatsbeginn Stärke typischerweise vorherrscht und zur Monatsmitte. Und die Monatsmitte steht uns jetzt bevor. Das heißt also, wenn ich alles zusammennehme, wenn ich mir also anschaue, wie ist das übergeordnete Bild, wer kauft im Moment, das sind die Trendtreiber, die Fonds, sind aber auch natürlich Kleinspekulanten, weil einfach viel Liquidität da ist, da ist der Trend intakt, Open Interest steigt, das heißt also, es kommen neue Käufer in den Markt, das ist alles absolut intakt und im etwas kürzerfristigeren Bereich haben wir eben hier drauf geschaut. Was steht jetzt bevor? Wir steuern auf die Monatsmitte zu. Wir haben ein FOMC-Meeting in der nächsten Woche. Das heißt nicht, dass es zwingend in jedem Fall steigen wird. Aber wenn ich so eine Situation, wenn ich so eine Konstellation 100 Mal vor mir habe und handle 100 Mal long und ein anderer handelt in den gleichen Situationen 100 Mal short, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass derjenige, der long gehandelt hat, am Ende Geld verdient hat. Aber wie gesagt, wir sprechen immer über Wahrscheinlichkeiten und in Einzelfällen wird das natürlich auch abweichen. Aber zusammengefasst sind hier sämtliche Vorfilterungen bullisch. Die klassische Saisonalität ist jetzt für diese Jahreszeit eher neutral. Da gibt es keine Signifikanz. Manchmal schwächelt der Markt schon so ein bisschen. Manchmal steigt er auch noch weiter. Im Moment sehen wir, dass er weiter steigt. Er ist also auch relativ stark. Insofern ist jetzt kurzfristig, das bezieht sich aber auch wirklich auf die kurze Frist, auf die nächsten ja, 5 bis 10 Handelstage, vielleicht mit noch ein bisschen Extension hinten heraus, ist die Ausgangssituation bullisch. Die Vorfilter zeigen an, dass ich auf der Long-Seite bleiben soll, beziehungsweise auf der Long-Seite Einstiege suchen soll und wo dort interessante Handelsmarken liegen, das verrät uns jetzt der Stefan. Jawohl, hallo nochmal von meiner Seite und jetzt versuche ich den richtigen Monitor zu übertragen. Jawohl, da haben wir ihn und da sehen wir auch schon den S&P 500 auf der Wochenebene und zu sehen ist, dass im langfristigen Blickfeld, im langfristigen Chartverlauf eben da durchaus eine Übertreibung vorhanden ist. Das heißt allerdings noch nicht, dass wir deswegen automatisch da schon in eine Trendwende reinlaufen, sondern wir hatten ja im Prinzip schon Ende des Jahres, des vergangenen Jahres hier eine Übertreibung, hatte man erkennen gekonnt und dennoch ging es dann eben hier nochmal steil nach oben. Und um das Ganze etwas näher zu verdeutlichen, gehe ich hier mal in die Tagesebene rein. Da sind die Indikatoren dann eben auch auf der Tagesebene berechnet. Das sieht es von den Indikatoren natürlich dann ein Stück weit anders aus. Der Markt zeigt weiter nach oben. René hat es auch schon von den Vorfiltern her erklärt. Von der Saisonalität ist es ja so, dass dann normalerweise im Juli sogar nochmal ein kleiner Schub nach oben kommt. Normalerweise ist dann der August, September dann eher von rückläufigen Notierungen geprägt. Muss nicht immer so sein, kommt aber doch recht häufig dann auch vor. Und wie gesagt, momentan ist der Trend nach oben intakt und von der technischen Definition her, wenn ich das eben mal versuche nachzuprogrammieren und da bin ich dann irgendwann drauf gekommen, dass das Ganze ein Charles Dow schon vor 100 Jahren erfunden hat sozusagen und der definiert es eben einen Aufwärtstrend durch steigende Tiefpunkte und die haben wir hier eben drin und demnach ist der S&P nach wie vor in einem Aufwärtstrend drin. Und solange eben das letzte markante Zwischentief, und das hatten wir hier im Mai bei rund 4050 Punkten, solange eben das nicht unterschritten ist, hält der Trend nach oben per Definition an. Und deswegen vor allem auch im Hinblick darauf, dass es nochmal einen kleinen saisonalen Lichtblick gibt, jetzt in Kürze, bietet sich's an, vielleicht sogar nochmal auf der Longseite aktiv zu werden. Allerdings natürlich
Das ist nicht ganz ohne Risiko, wenn man eben sich das mittelfristige, langfristige Bild vor Augen hält, dass wir da schon etwas weit gelaufen sind. Deswegen gilt es da vor allem dann immer auch auf den Stoppkurs zu achten und den natürlich dann auch zu platzieren, dann zu auszuführen. Dann ich gehe für das Stirring Setup nochmal in die Stundenebene rein. Da kann man einfach noch mehr Details erkennen. Man sieht, wir sind aktuell hier am Hoch, was wir im Mai erreicht haben. Das heißt, wenn wir über die 4250 gehen und dann hätten wir ein weiteres trendfolgendes Kaufsignal, dann ist davon auszugehen, dass wir weiter nach oben gehen. Und die zwei Tiefpunkte im Mai, die ich erwähnt habe, die sind hier bei knapp über 4050 Punkten. Auch das sieht man hier nochmal etwas mehr im Detail. Und wenn wir da drunter fallen sollten, dann dürfte sich der Index an den nächsten Zwischentiefs hier orientieren. Deswegen macht es natürlich Sinn, den Stoppkurs für eine kurzfristige Long-Position dann entsprechend knapp unter diesen beiden Zwischentiefs zu platzieren. In dem Fall habe ich vom Trading Setup mal die 4040 gewählt, damit sind wir eben knapp unterhalb dieses Niveaus der letzten beiden Zwischentiefs. Als Einstiegsbedingung würde ich warten, bis wir eben auf ein neues Hoch gehen. Das heißt, in dem Fall habe ich mal eine Stop-Buy-Bedingung von 4250 gewählt. Wenn wir drüber gehen, dann sollte der Druck weiter, den Kurs weiter nach oben bringen und dann ist auch mit einer schönen Trenddynamik normalerweise zu rechnen. Da würde ich drauf warten. Kann sein, dass wir vielleicht im Vorfeld da nochmal dran scheitern und da ein Stück weit zurückkommen. Deswegen, ich würde da erst auf ein neues Trendsignal warten nach oben hin. Und dann von den Kurszielen her, da gehe ich jetzt nochmal in die Tagesebene rein, damit man da einfach besser das erkennen kann. Wir sind hier schon auf historischem Neuland. Das heißt, wir haben Allzeithochs, wo wir momentan notieren. Und insofern wird es natürlich etwas schwierig, sich da an historischen Marken zu orientieren. Und insofern rücken da die runden Zahlen, in dem Fall zunächst die 4.300 ins Visier auf dem weiteren Weg nach oben und dann natürlich 4.445. Da muss man einfach mal schauen, wie weit der Kurs dann läuft, mit wie viel Dynamik auch die Bewegung stattfindet. Denn das ist auch wieder ein Anzeichen dafür, wenn dann die Dynamik rausläuft, dass da vielleicht die Gefahr dann kommt, dass wir da doch wieder ein Stück weit zurückkommen. Oder wenn es auf der anderen Seite andere Warnsignale gibt, wie negative Divergenzen zu den Indikatoren hin. Das heißt, der S&P, der Index, würde dann steigende Hochpunkte vollziehen und der Indikator würde das eben nicht mehr tun. Der würde dann fallende Hochpunkte präsentieren. Das wäre ein Warnzeichen dafür, dass eben ein Rücksetzer kurz bevor steht. Das sind dann so Sachen, wie gesagt, da sollte man einfach mal drauf achten, wenn dann, vor allem jetzt im Hinblick darauf, dass wir auf historischem Neuland notieren und deswegen das etwas schwierig ist, nach oben hin klare Kursziele festzumachen. Soweit zum S&P selbst, zum Szenario. Wie gesagt, aktuell kann es sein, dass wir da nochmal kurzfristig nach oben gehen. Und das Interessante daran ist, dass die Stimmung aktuell ja noch nicht euphorisch ist. Im Gegenteil, wir sind ja eher noch auf neutralem Boden momentan. Und deswegen kann es durchaus sein, wenn hier eben der Kurs nach oben geht, dass wir dann im Zuge von einer Art finalen Bewegung dann durchaus nochmal mit sehr hoher Dynamik nach oben gehen könnten und die Stimmung dann entsprechend auch weiter zunimmt. Das ist in der Vergangenheit des Öfteren der Fall gewesen, bevor es dann eben dann zu einer entsprechenden Korrekturbewegung kommt. Das heißt, in Endphasen von Trends ist dann oftmals mit einer sehr hohen Dynamik zu rechnen und deswegen eben auch der Hinweis darauf, dass es 4.445 kann sein, dass der Kurs dahin läuft, kann aber auch sein, dass wenn die Dynamik, die Bewegung richtig dynamisch ist, dass wir da nochmal ein ganzes Stück drüber hinausschießen. Soweit zum Szenario. Ich würde dann, bevor ich an den Holger übergebe, der kann Ihnen dann zeigen, wie man die passenden Produkte zu der Strategie rausfiltert, würde ich nochmal ganz kurz Trading Setup wiederholen. Wie gesagt, Stop Buy 4250, da warten wir drauf, dass der Kurs auf ein neues Allzeithoch klettert. Nach unten hin die Absicherung 4040 und damit knapp unter den beiden Tiefpunkten vom Mai. Wenn wir da drunter gehen, dann ergibt sich eben ein kurzfristiges Trendwendesignal. Da ist davon auszugehen, dass wir da etwas weiter an Wert verlieren. Deswegen der überschaubare Stop und nach oben hin die runden Zahlen dann eben aufgrund des historischen Neulands als die nächsten
Kursziele. Soweit von meiner Seite aus zum S&P und jetzt übergebe ich an den Holger. Ja, das übernehme ich doch gerne. Dankeschön dafür. Ja, wie sucht man sich jetzt dazu das richtige Produkt aus? Ich mache das heute über die Produktsuche. Unser Match My Trade hat leider gerade ein paar technische Schwierigkeiten, zumindest auf den US-Indizes. Wie finde ich also das Produkt auf unserer Seite? Ich gehe auf den Produkttab und suche bei den Basiswerten den S&P 500 heraus. Und da sieht man auch gleich, was für Produkte wir anbieten. Auf der linken Seite die Anlageprodukte. Die schauen wir uns heute nicht an. Können Sie sich aber auch anschauen, wenn Sie nicht mit Hebel agieren wollen. Und auf der rechten Seite finden Sie dann die Standard-Optionsscheine, Inliner und beziehungsweise dann auch die Turbo-Optionsscheine. Da wir mit Stop-Loss agieren, mag ich ganz gerne die Unlimited Turbo-Optionsscheine, die haben nämlich einen eingebauten Stop-Loss schon mit drinne. Das heißt also, das hilft uns dann auch schon bei der Auswahl des entsprechenden Produktes. Es geht darum, dass wir hier einen Long-Call, also einen Long-Trade haben. Das heißt, wir suchen etwas auf der Long-Seite. Das Schöne ist bei den unlimitierten Turbo-Optionsscheinen, wie Sie sagen oder wie der Name schon sagt, gibt es hier keine Laufzeitbegrenzung. Das heißt, die laufen bis zum St. Nimmerleins-Tag, wenn sie nicht ausgenockt werden. Um jetzt sozusagen den Stop-Loss zu setzen, würde ich diesen sozusagen auch auf die Knockout-Barriere packen. Das heißt, ich grenze die jetzt mal ein zwischen 4030 und 4050. Stefan hatte ja gesagt, dass es um die 4040, sagen wir jetzt nicht genau was bei 4040, aber wir haben eine Knockout-Barriere bei 4033,59. Ja, das heißt also, wir haben hier sozusagen einen automatischen Stop-Loss noch ein bisschen tiefer. Wer das nicht will, kann natürlich auch noch einen manuellen Stop-Loss auf der Seite setzen. Das heißt, jetzt haben wir hier einen Stop-Buy, das Stop-Buy bei 4250. Das sind im Endeffekt noch 17 Punkte nach oben. Das heißt, wo setze ich circa mein Limit? Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um einen Index, der also ein Produkt, das im Euro gehandelt wird. Das heißt also, Sie haben hier immer ein Währungsrisiko oder eine Währungschance auch auf der Seite. Insofern, Sie müssten jetzt schauen, also diese 17 Punkte, die fehlen, sind in dem Produkt circa 17 Cent, also ein bisschen diskontiert, wenn wir einen Euro-Kurs von 1,20 Euro haben, also so um die 14 bis 15 Cent höher. Das heißt also, der Stop-Buy, den könnte man bei, wäre bei 2,55 Euro oder 2,54 Euro sein Stop-Buy setzt, ist auf alle Fälle bei dem Ausbruch so Signal dabei. Ja, wie gesagt, nach unten hin, den Stop-Loss muss man erstmal nicht setzen. Man hat ja durch die Knockout-Barriere von 4044,60 automatisch einen Stop-Loss mit drin. Was man jedoch machen kann, gerade wenn man hier dann einen Trend erwischt, dann manuell sozusagen ein eigenes Stop-Loss setzen und nachziehen, sozusagen, um dann die möglichen Gewinne zu sichern. Das wäre sozusagen ein Produkt, mit dem man diese Strategie nachspielen kann. Sie haben natürlich noch andere Produkte, wie gesagt, das ist nicht das Einzige. Wir haben nur jetzt es nach dem Trading Setup ausgewählt. Ja, so viel von meiner Seite und dann würde ich zurück an die Kollegen geben. Wir kommen zum zweiten Markt und das ist australischer Dollar gegen US-Dollar. So exotisch ist der australische Dollar gar nicht, finde ich. Ist einer der sechs Major-Währungen. Also natürlich, wir fokussieren uns auch, das geht mir ja nicht anders, sehr stark auf Euro-US-Dollar, britisches Pfund-US-Dollar, vielleicht noch Yen. Dann wird es schon ein bisschen weniger, Schweizer Franken. Aber kanadischer Dollar und australischer Dollar sind wichtige Währungen, weil es Rohstoffwährungen sind. Und wer Gold handelt, sollte immer, also wer Gold und auch Öl handelt, der sollte immer auch solche Märkte solche Währungen im Blick haben, weil die in Wechselwirkung eben mit diesen Rohstoffen, die wir ja eigentlich auch wahrscheinlich mehrheitlich zumindest verfolgen oder sogar handeln, stehen. So, wir gucken als erstes hier auf die COT-Daten und sehen dort, dass sich in den letzten
Monaten eigentlich im Preis nicht wirklich viel getan hat. Wir laufen seit Jahresbeginn seitwärts im australischen Dollar in einem Korridor von 0,76 bis ja, 0,78, also eine sehr, sehr enge Bandbreite, mal kurz darüber gelugt, mal kurz darunter, aber insgesamt hat sich da jetzt nicht wirklich viel getan. Und bei den Händlerpositionierungen hat sich halt auch noch nicht so viel, noch nicht wirklich so viel getan. Wir sehen, dass jetzt hier zuletzt die Commercials angefangen haben, wieder zu kaufen. Das ist aber auch noch alles in einem sehr, sehr moderaten Ausmaß. Insgesamt sind diese Daten relativ neutral. Wir sehen auch keine großen Veränderungen bei den Spekulanten. Die Kleinspekulanten, die haben eine fast unveränderte Positionierung in den letzten Wochen. Und bei den großen Spekulanten ist diese grüne Linie hier, die sind auch nahezu unverändert. Das heißt also, aus diesem Filter kann ich nicht wirklich viel herauslesen. Ich kann nur herauslesen, dass die kommerziellen Adressen ein bisschen gekauft haben, aber das ist jetzt auch noch nicht in einem Maß, sodass man sagen kann, okay, das ist jetzt als Entscheidungskriterium ultimativ. Deshalb gehen wir einen Schritt weiter und das ist nämlich, da kommen wir jetzt so langsam in Richtung des eigentlichen Setups, nämlich ich habe insgesamt 45 saisonale Trades, die ich jedes Jahr mache, die aufgrund von fundamentalen Effekten, dieser Effekt hier hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Metalle, speziell Gold, so zwischen Mai und August tendenziell eher doch überdurchschnittlich zulegen. Und der australische Dollar ist eine Rohstoffwährung, ist eine Währung, die mit dem Goldpreis korreliert ist. Das ist einer der Gründe, warum der australische Dollar in dieser Jahreszeit tendenziell auch eine spezifische Richtung hat, nämlich in dem Fall nach oben. Wir können das hier sehen. Das ist ein saisonaler Chart, der bildet also den durchschnittlichen Verlauf ab. Allerdings, also den durchschnittlichen unterjährigen Verlauf ab. Allerdings haben wir hier keine kumulierte Darstellung. Also kumuliert würde jetzt bedeuten, wir gucken uns zum Beispiel die letzten 20 oder 30 Jahre an und legen einfach die Verläufe übereinander, haben damit aber auch die Ausreißer drin. Wir haben hier eine Berechnungsformel dahinter, die ist ein bisschen komplex. Deshalb müssen wir die jetzt hier nicht ausbreiten. Aber da geht es darum, die Ausreißer rauszurechnen, um es mal einfach zu sagen. Also hier geht es darum, dass der Markt auch tatsächlich oder dass dieser Chart wirklich die Regelmäßigkeiten anzeigt. Und da sehen wir, dass es von Ende Mai, so ja, 24., 25. Mai bis Ende Juli, bis in die zweite Julihälfte, so um den 20. herum, tendenziell zur Stärke neigt. Das heißt, in dieser Zeit wertet der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar in der Mehrzahl der Fälle auf. Es ist die Trefferquote eine Sache, die Auszahlungsquote ist eine andere Sache. Es bringt nichts, wenn etwas 9 von 10 Mal funktioniert, aber bei dem einen Mal, bei dem es nicht funktioniert, verliert man das Doppelte von dem, was man mit den 9 Versuchen vorher gewonnen hat, dann würde es auch nichts bringen. Aber die Trefferquote ist hier ganz okay, die liegt so bei, wir werden es gleich sehen, die liegt, glaube ich, bei 62 oder 64%. Hier sehen wir das nämlich. Und das ist nämlich ein, ja, bei knapp 62%, das ist also jetzt nicht herausragend hoch, aber die Bewegung, die dann kommt, das Ausmaß der Bewegung ist ganz ordentlich. Wir sehen hier jetzt keinen saisonalen Chart, eben haben wir die Saisonalität gesehen, also wie entwickelt sich der australische Dollar, sondern das jetzt ist eine Kapitalkurve, wenn ich den australischen Dollar ab Anfang Juni bis in den späten Juli hinein Long handle, also wenn ich Anfang Juni kaufe und ziemlich im Endteil des Juli aussteige, was kommt dann raus? Da sehen wir hier unten diese blauen Balken, das sind die einzelnen Ergebnisse der einzelnen Trades in den letzten eben, ja, seit 1987, also knapp 34 Jahre. Und diese rote Linie zeigt die Kapitalkurve, also wenn ich das jedes Jahr gehandelt habe, wie hat sich dann mein Kapital entwickelt. Was ist dazugekommen? Und da sieht man, das hat sich speziell jetzt in den letzten knapp 20 Jahren sehr, sehr stetig entwickelt. Seit 2002 läuft das extrem stetig und hat sehr stark performt. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass das jetzt in diesem Einzelfall auch funktioniert, aber es ist einer von 45 Trades, die ich jedes Jahr mache, der sehr stark über die Auszahlungsquote kommt. Das heißt also,
Trefferquote liegt hier bei etwas weniger als zwei Drittel. Das ist jetzt nicht herausragend hoch, aber man sieht es an dem Profit Factor. Profit Factor ist ein Maß, was uns zeigt, wie lohnend ein Trade ist oder wie lohnend eine Strategie ist. Und hier ist es eben so, wenn die Trefferquote nicht herausragend hoch ist und wir aber einen hohen Profit Factor haben, dann liegt das daran, dass sich die einzelnen Trades sehr lohnen, wenn sie treffen. Das heißt also, die Treffer laufen dann auch ordentlich weit. Deshalb ist der australische Dollar im Moment gegenüber dem US-Dollar auf der Long-Seite sehr attraktiv. Ich bin selbst da auch bei diesem Trade entsprechend engagiert. Und ja, das ist im Prinzip auch schon die Vorfilterung. COT-Daten haben uns gezeigt, es gibt nicht wirklich eine Aussagekraft. Da haben wir keinen Impuls gesehen. Saisonalität haben wir gesehen, ist typischerweise in dieser Jahreszeit positiv. Und hier sehen wir eben, wie sind die Ergebnisse gewesen in der Vergangenheit, wenn ich das in den letzten 34 Jahren immer gehandelt habe, was kam da raus, wie sind die einzelnen Ergebnisse gewesen. Und sieht man, dass auch die Verlierer, das sind diese blauen Balken hier, die nach unten gehen von dieser Nulllinie, dass die jetzt auch nicht wirklich groß ausgefallen sind. Hier links, das sind US-Dollar, also wenn ich einen australischen Dollar-Future zum Beispiel gehandelt habe, was ist dabei rausgekommen? Also man sieht, das läuft recht stetig. Insofern also, wenn man es zusammenfasst, australischer Dollar gegen US-Dollar, Long seit Anfang des Monats und das Zeitfenster hier ist offen bis in den späten Juli und ja, dementsprechend wird es natürlich dann im nächsten Schritt auch interessant sein, vom Stefan zu hören, wo hier interessante Preismarken sind, die hier für einen Trade taugen. Jawohl, und ich beginne wie immer mit der langfristigen Betrachtung zunächst des Währungspaars australischer Dollar gegenüber dem US-Dollar. Und da sieht man, dass wir in den letzten Jahren im Prinzip eine sehr schöne Talfahrt präsentiert hatten, bis eben zum Tief, das wir im März des vergangenen Jahres erreicht hatten. Und seitdem geht es mehr oder weniger steil nach oben. Und das hat natürlich auch was mit der Zinsentwicklung zu tun. Denn in den USA sind die Zinsen, da haben wir den Zins in den USA, da sieht man Anfang 2000 ist der Zins hier auf einmal wirklich rapide gesenkt worden und deswegen hat man vereinfacht ausgedrückt eben für den US-Dollar kein Geld mehr bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den australischen Dollar anschaue und dann ging da zwar ebenfalls die Zinsentwicklung nach unten, allerdings ging es nicht so rapide, wie es eben in den USA der Fall war. Das heißt, man hat, wenn es auch nur marginal war, etwas mehr für sein Geld bekommen im australischen Dollar. Und insofern lässt sich aus ökonomischer Sicht erklären, wieso der Trend eben aus dem US-Dollar in den Australdollar geflossen ist. Man hat einfach im Australdollar etwas mehr verdient. Das sind keine kurzfristigen Trends, die sich aus einer Leitzinsentwicklung ergeben, sondern das sind eher mittel- bis langfristige Bewegungen. Und deswegen wird sich auch eine raschen Zinsänderung jetzt erstmal an dem langfristigen Trend da nicht viel ändern, sondern das ist dann eher was, wenn sich an den Zinsen was ändert, was dann über viele Monate sich hinzieht. Aber wie gesagt, das war jetzt ein Grund dafür, wieso es dann da plötzlich sehr steil nach oben gegangen ist. Und jetzt sind wir da eben sehr deutlich angestiegen, sind allerdings, wenn ich mir das aktuelle Niveau jetzt hier mal im Wochenchart, beziehungsweise das ist der Monatschart, wenn ich das im Monatschart vergleiche, wir hatten nach dem Anstieg, was wir hier nach der Finanzkrise hatten beispielsweise, ein deutlich höheres Niveau als das, was wir aktuell haben. Trotzdem steilen Anstieg, was wir in den letzten Monaten hatten. Das bedeutet, allein aus dem Anstieg heraus darauf zu schließen, dass es deswegen wieder nach unten gehen muss, ist natürlich ein Druckschluss, sondern das kann durchaus noch weiter nach oben gehen. Von der Bewertung, von der langfristigen, wie gesagt, sind wir hier auch noch deutlich von Niveaus entfernt, die wir beispielsweise auch wir im Jahr 2008 hatten oder die wir hier im Jahr 2003 hatten. Und jedes Mal, nachdem wir diese hohen Niveaus erreicht hatten, ging es dann mehr oder weniger steil nach unten. Und wie gesagt, davon sind wir aktuell noch entfernt. Wir haben zwar eine kleine Eintrübung jetzt hier bei dem MACD auf der
monatlichen Ebene. Das ist aber noch weit entfernt von etwas, das man Verkaufssignal nennen kann. Und deswegen gehen wir auch gleich schon mal eine Ebene tiefer rein in die Wochenebene. Und da sieht man, dass wir im, ja, im Prinzip seit dem Jahreswechsel zu einer Konsolidierung übergegangen sind. Und auch da nochmal der kleine Querverweis zu den, Entschuldigung, zu den Zinsentwicklungen. Wir haben ja hier ein Niveau von 0,0 bis 0,25% der Zinsspanne in den USA. Das heißt, da sind wir ja im Prinzip auf Null hier seit dem März des vergangenen Jahres. Und in Australien haben wir die letzte Zinssenkung gehabt um 0,15% im November und am 3. November 2020. Und seitdem sind wir in etwa auf gleichem Niveau. Und das erklärt natürlich dann auch irgendwo, wieso hier plötzlich mit dem Jahreswechsel dann die Dynamik rausgegangen ist. Also diese Zinswährungsspekulationen machen in dem Fall da keinen Sinn mehr. Und deswegen ist der Kurs jetzt erstmal zu einer Seitwärtsbewegung übergegangen, hat damit allerdings natürlich auch auf kurzfristige Übertreibungen reagiert. Das heißt, es sind von dem Niveau, was wir zum Jahreswechsel hatten, sind wir ein Stück weit schon wieder zurückgekommen. Und da wird es jetzt allmählich dann interessant, soll es sich diese Seitwärtsphase als Konsolidierungsformation erweisen, dann wäre davon auszugehen, dass dieser Trend nach oben noch weiter anhält. Und da wird es dann eben spannend, wenn gewisse Marken dann auch überschritten werden, dass dann da noch weitere Dynamik reinkommt. Und für das Trading Setup gehe ich dann auch schon mal in die Tagesebene rein. Da sieht man eben schön die Tiefpunkte, die wir in den letzten Monaten ausgebildet haben. Und da sind wir irgendwo so im Bereich um 0,75 beziehungsweise 0,76, so in der Spanne herum. Da hat sich immer wieder, hat der Kurs immer wieder nach oben gedreht. Auf der anderen Seite nach oben haben wir so bei spätestens 0,8 US-Dollar den Deckel drauf. Da wird es schwer drüber zu gehen, beziehungsweise da ist es bislang schwierig geworden, drüber zu gehen. Und deswegen würde ich da nicht erst warten, bis wir da mit einem klaren Anstieg über die 0,8 ein trendfolgendes Kaufsignal haben, sondern ich würde versuchen, im Zuge der aktuellen Seitwärtsphase da vielleicht am unteren Rand da günstig abzufischen und dann ja so bei rund 0,76 da etwa ein Limit reinzulegen und das Ganze, da habe ich mich vorhin vertan, da haben wir natürlich nicht die 0,75, sondern die ist 0,75 ist hier, das wären die 0,7550, wo eben dieses Tief war. Der Stoppkurs nämlich wäre knapp unter dem Tief, was wir hier im März hatten. März, April, der Monatswechsel, da lag der tiefste Punkt in dem Jahr drin und deswegen knapp darunter, das wäre in dem Fall bei 0,75, würde sich dann für den Trade die Absicherung anbieten. Das ist relativ eng, wenn ich mir überlege, wie gesagt, hier 0,76 machen wir den Einstieg, 0,75 schon den Stoppkurs, aber es hat durchaus den Sinn, wenn wir hier nach unten rausbrechen würden und unter die 0,75 fallen und dann würde sich daraus durch diese Seitwärtsbewegung der letzten Wochen und Monaten eine obere Trendwendeformation ergeben und spätestens bei einem Unterschreiten von 0,74 hätten wir dann ein Trendwendesignal drin und dann ist davon auszugehen, dass wir da weiter einen Wert abgeben und dann rückt da die 0,70 ins Visier, die könnte dann relativ schnell erreicht werden und es macht natürlich keinen Sinn, jetzt eine Long-Position aufzubauen und mit der dann fallenden Kursen hinterherzuschauen. Deswegen, wie gesagt, den Stoppkurs sollte man ja eigentlich da setzen ab der Marke oder ab dem Szenario, wo die eigene Erwartungshaltung dann erstmal hinfällig wird. Und wenn wir unter die 0,75 fallen, dann ist davon auszugehen, dass sich kurzfristiges Korrekturpotenzial bis zumindest 0,70 eröffnet. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, da länger an dieser Long-Position festzuhalten, sondern dann würde es sich eher anbieten, da vielleicht, wenn eben das mittelfristige Bild noch passt, dann zu einem günstigeren Niveau nochmal eine Long-Position aufzubauen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, nach unten hin macht der Stoppkurs bei 0,75 durchaus Sinn. Der
Das Limit bei 0,76 im Falle von einem schwächeren, ein, zwei schwächeren Tage, da sind wir da auch schon dran. Und dann hätte man ein schönes Verhältnis von Ein- und Ausstieg, von Chance zu Risiko ohnehin, weil nach oben hin das nächste Kursziel läge dann hoch. Was wir hier, das macht man mal grün, dann kann man es einfach besser erkennen. Das Hoch, was wir hier in dem Jahr erreicht haben bei 0,80, wäre dann schon das nächste Kursziel, um die weiteren Kursziele dann besser zu erkennen. Gehe ich da nochmal in die Wochenebene rein. Wie gesagt, hier die 0,80. Dann haben wir noch durch die Hochpunkte von 17, 18, da sind wir hier knapp über der, ja, im Prinzip so bei 0,83, 0,82, 0,83. Da wäre nochmal so eine kleine Hürde drin. Allerdings gehe ich davon aus, wenn wir hier wirklich nach oben aufbrechen, dass dann auch diese Hochpunkte von 2017, 2018 keine großartige Widerstandszone mehr darstellen, sondern dass wir dann uns dann auch an Notierungen orientieren, die wir eben zu Beginn des Jahrzehnts hatten. Und dann rückt da so langsam der Bereich, ja, 0,90 irgendwo, 0,95, je nachdem wie langfristig, dass man die Bewegung eben betrachtet, rücken dann da in den Bereich des Erreichbaren. Ja, wie gesagt, ist ein schöner Trade, ist vom Verhältnis von Chance zu Risiko ist attraktiv. Das Risiko ist überschaubar mit dem engen Stoppkurs. Genau, da gehen wir dann nochmal in die Stundenebene, halt, falscher Tag. Genau, da in der Tagesebene gehen wir nochmal rein und dann kann ich es ja hier nochmal zeigen, bevor ich dann an den Holger übergebe, der das Einstiegslimit 0,76 Stoppkurs dann eben knapp unter den letzten Tiefpunkten hier bei 0,75 und die Ziele 0,80 bis hin mittelfristig 0,90 oder gar sogar 0,95 wären da drin, wenn der Trend dann wirklich so ausgedehnt sich fortsetzt, wie das eben nach der Finanzkrise dann der Fall war, als dann eben die große Erholung, Entschuldigung, nach der Finanzkrise, dass die große Erholung da nach oben ging und wir da wirklich dann sehr, sehr steil nach oben angestiegen sind und dann wäre eben auch ein Kursniveau irgendwo 0,90 bis 0,95 denn denkbar. Gut, mit dem Trading Setup würde ich dann heute letztmalig an den Holger übergeben und der kann auch dazu zeigen, wie man die passenden Produkte der Société Générale für diese Strategie heraussuchen lassen kann. Ja, danke. Das nehme ich natürlich gerne an. Und da schauen wir doch gleich, wie wir auch hier für Produkte aussuchen. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt. Wir nehmen die Produktsuche und suchen hier natürlich dann nach dem australischen Dollar. Sekunde. Australischer Dollar versus US-Dollar. Und man sieht direkt, ja, hier gibt es dann auch nur eine Produktart, die wir anbieten. Das sind die Best-Turbo-Optionsscheine. Das heißt auch ohne Laufzeitbegrenzung. Und dort ist sozusagen der Basispreis gleich die Knockout-Barriere. So, wir suchen einen Call und wir wollen natürlich nicht ganz so aggressiv an das Thema drangehen, sondern eher konservativ. Das heißt, ich kann hier schön mit den kleinen Tasten die Hebel aussuchen. Ich habe mir überlegt, wir gehen so auf die 1, ja, also ein 6er Hebel finde ich bei 1,057 US-Dollar. Ein 6er Hebel, denke ich, ist für unsere, ja, für unseren Trade ausreichend. Und ganz spannend ist eigentlich, Stefan sagte, naja, es ist ja nur ein Cent im australischen Dollar versus US-Dollar. Ganz spannend ist aber, dass bei einem Bezugsverhältnis von 0,01 zu 1 diese eine Cent in dem Optionsschein fast ein Euro sind. Also wir dürfen erstmal nicht vergessen, wir haben drei Währungen hier im Spiel. Das heißt, wir haben den Euro, in dem das Produkt notiert ist und wir setzen mit dem Euro auf eine Bewegung im australischen Dollar versus oder gegenüber dem US-Dollar. Das heißt, unser Basiswert ist in US-Dollar. Dieser ist bei 0,7735 aktuell. Und da das Einstiegslimit bei 76 ist, das heißt, wir müssten knapp 1,35 US-Cent verlieren. Das wären dann bei diesem Bezugsverhältnis knapp
Euro 30, 1,40 € auf dem aktuellen Niveau des Optionsscheins. Das heißt also, wer hier ein Limit platzieren will, sollte aber trotzdem immer darauf achten, der Euro-Dollar bzw. der Euro-Austral-Dollar, die verändern sich ja auch. Also es ist nichts, was man ein Limit reinlegt und einfach abwartet, sondern man muss auch ein bisschen drauf schauen, wie sich diese drei Währungen miteinander, ja, ineinander verhaken. Insofern, ja, bei circa ja, 15,50 Euro könnte man was reinlegen, um das zu machen. Aber jetzt muss man da natürlich drauf achten. Der Stop-Loss nach unten ist wieder ein Cent. Das heißt, beim Dollarkurs von 1,20 Euro zum US-Dollar sind es knapp 80 Cent tiefer. Das heißt also, das Stop-Loss wäre jetzt in diesem Produkt bei 14,20 Euro bei unveränderten Euro-US-Dollar-Kursen. Also ein bisschen komplexer der Trade. Aber auch hier kleine Veranschaulichung, wie man das machen kann. Wer das direkt handeln will, kann natürlich auch den australischen Dollar gegen den Euro handeln. Nur da wird es dann ein bisschen, oder den Euro gegen den australischen Dollar in dem Falle, nur dann muss man natürlich auf die Short-Situation setzen. Also das ist noch komplexer, aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt hier heute auch ein bisschen was mitgeben und nicht nur den Standard-Trade vorstellen. Ja. So viel wieder von meiner Seite her. Wir sind ein bisschen früher fertig, aber ich habe schon mitbekommen, dass wir noch ein kleines Schmankerl im Hintergrund haben oder in petto und würde in diesem Rahmen an den Ingmar wieder zurückgeben. Nee, wir können direkt an den René übergeben und wir würden dann jetzt noch ganz kurz über Gold sprechen. Der René wird dann noch mal ein bisschen was von den Vorfiltern zeigen und der Stefan dann auch noch mal die Charttechnik, weil gerade der Goldpreis natürlich für sehr, sehr viele interessant ist. Und da wir jetzt noch 9 Minuten haben, passt das ja wunderbar. Genau, wir gucken auf Gold und schauen uns auch hier mal die Positionierung der großen Marktteilnehmer im Futures-Bereich an. Ganz unten wieder das Open Interest. Das ist insgesamt jetzt im Gesamtkontext der letzten Jahre. Der letzten 5 Jahre ist es vergleichsweise niedrig. Man kann das ja hier ganz gut erkennen. Und das Erste, was man hier machen kann, ist natürlich einfach mal schauen, was ist denn in der Vergangenheit passiert, wenn das Open Interest niedrig war. Man muss eigentlich natürlich im nächsten Schritt differenzieren, weil es kommt immer darauf an, also niedriges Open Interest. Das Open Interest ist die Anzahl aller offenen Kontrakte, die noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossen wurden. Also einfach vereinfacht und auf Deutsch gesagt, ein Maß für die Spekulation, für die Investitionsquote im Markt. Sind viele Positionen offen oder sind vergleichsweise wenig Positionen offen? Ein Markt, bei dem wenig Positionen offen sind, hat ein relativ geringes Potenzial gen Süden, naturgemäß. Und ein Markt, bei dem viele Positionen offen sind, hat ein größeres Risiko gen Süden. Aber man muss dann, wie gesagt, nochmal differenzieren. Aber man kann trotzdem schon mal so in einem ersten Schritt ganz grob sagen, okay, hier war das Open Interest sehr niedrig, hat der Preis ein Tief markiert, ist anschließend nicht in einer Tour gestiegen, aber er hat sich nach oben entwickelt. Hier waren wir relativ niedrig mit dem Open Interest. Da war der Preis hier, ist anschließend eher nach oben gegangen. Hier war er niedrig. Da auch einen Boden gebildet, hat ein Weilchen seitwärts sich entwickelt und ist dann nach oben gegangen. Hier waren wir vergleichsweise niedrig mit dem Open Interest. Das war hier. Auch da ist der Goldpreis anschließend nach oben gegangen. Und jetzt haben wir hier jüngst auch wieder die Situation, Gold ist deutlich zurückgekommen gewesen. Wir waren zwischenzeitlich so bei 1680 und da war das Open Interest noch ein Ticken niedriger als jetzt. Jetzt ist es auch vergleichsweise niedrig und auch da hat der Markt einen Boden gefunden. Und wodurch ist das Open Interest jetzt zuletzt wieder zurückgegangen? Dadurch, dass hier kommerzielle Adressen verkauft haben. In dem Fall Swap-Dealer. Das sind naturgemäß, Swap-Dealer sind zum einen sind das Großbanken oder Investmenthäuser, die ihre Derivate darüber absichern. Es sind aber auch heutzutage, deshalb müsste irgendwann wahrscheinlich nochmal eine feinere Unterteilung kommen, es sind aber auch heute sehr viele Produzentenpositionen, sehr viele Produzenten, die ihr Hedging an Banken abgeben und dann tauchen die eben auch da auf. Deshalb ist es eine etwas zwittrige Kennziffer, aber wir sehen hier, das sieht insgesamt recht
gut aus. Vor allem sehen wir auch noch eine Sache, dass hier nämlich die großen Spekulanten wieder gekauft haben oder angefangen haben zu kaufen, nämlich hier seit, ja, seit wir hier so die 1700er-Region angetestet hatten, da sind die Fonds wieder am Kaufen. Hier unten sehen wir das, das Managed Money kauft wieder. Das sind eben die Kapitalmanager, die Asset Manager. Also insofern, das schaut schon mal ziemlich gut aus. Und dann will ich noch eine Sache kurz zeigen. Klassische Saisonalität. Gucken wir auch noch mal ganz kurz drauf. Saisonalität habe ich vorhin schon angesprochen, ist zwischen Mai und Ende August im Gold positiv. Das ist auch im Bondmarkt positiv. Und wenn sich die Bonds nach oben entwickeln, entwickelt sich Gold auch in den meisten Fällen nach oben, weil das konkurrierende Assets sind, weil sich natürlich mit steigenden Bondpreisen die Anleihenrenditen nach unten entwickeln. Und wenn die Anleihenrenditen niedrig sind, ist es natürlich attraktiver, in Gold reinzugehen. Weil wenn ich da wenig Renditen bekomme, in so einem vermeintlich sicheren Hafen, dann schaue ich eben auf Gold und sage, okay, das ist dann offensichtlich die attraktivere Variante. Und zum Schluss, bevor ich an den Stefan übergebe, noch ein ganz kurzer Blick auf den Optionsmarkt. Man muss von Optionen überhaupt keine Ahnung haben, habe ich auch nicht oder nicht viel. Aber man sollte so viel verstanden haben. Am Optionsmarkt lauten Wetten auf spezifische Marken. Und wir können anhand des Open Interest sehen, auf welche Marken große Wetten laufen, beziehungsweise viele Wetten laufen. Und wenn viele Wetten laufen am Optionsmarkt, dann sind diese Marken sozusagen Ausbruchsniveaus, potenzielle Widerstände oder Unterstützung und Ausbruchsniveaus, bei deren Überschreiten oder Unterschreiten dann Spekulanten in Schieflage geraten und dadurch ein Squeeze oder einen Preiseinbruch begünstigt wird. Und hier sehen wir das, dass wir ein ganz, ganz großes Maß an Spekulationen haben bei 1900. Deshalb tut sich Gold auch im Moment schwer bei 1900 Dollar. Wenn es da drüber geht, müssten wir, das ist also eine wichtige Marke, wenn es da drüber geht, müssten wir eine Beschleunigung im Preis sehen. Insofern also Gold ein ganz interessanter Markt, allerdings nicht einfach blind handelbar, sondern man sollte das eben schon auf der Preisebene auch analysiert haben. Und ja, da kommt natürlich der Stefan ins Spiel, der uns da auch nochmal etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Und genau, zu guter Letzt mal ganz kurz der Goldpreis. Ich habe den auch hier zunächst nochmal in der Wochenebene, weil da sieht man, wir hatten nach dem Jahreswechsel mit dem Tief hier auch ein schönes Signal von der technischen Seite. Seitdem geht es nach oben. Jetzt haben wir im kurzfristigen Bereich mit dem Anstieg, den wir seitdem zu beobachten haben, haben wir eine kleine, ganz kurzfristige Übertreibung drin. Sieht man hier in der Tagesebene besser mit dem Anstieg im März hier begonnen mit dem Doppeltief, das wir im März, Anfang April ausgebildet haben und seitdem geht es nach oben und deswegen hatten wir im MRCD auf der Tagesbasis auch eine kleine Übertreibung drin und so überrascht es jetzt auch von der Seite nicht, dass wir da ein kleines Stück zurückgekommen sind, haben jetzt zuletzt die 1850 als erste Unterstützung bestätigt. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass aufgrund dem aktuellen Indikatorenniveau die 1850 sogar nochmal leicht unterschritten wird und wir die 1800 nochmal antesten. Wäre dann sehr interessant im Hinblick auf einen weiteren Anstieg als günstige Einstiegsgelegenheit, denn spätestens bei 1750 liegt dann die nächste sehr, sehr markante Unterstützung. Das heißt, wenn wir in die Richtung 1800 zurückfallen, wird sich dann eine Absicherung knapp unter der 1750, 1740, 1730 etwa anbieten, um sich da eben auf der Long-Seite mittelfristig zu positionieren. Und da nochmal das letzte Wort zum Thema Inflation. Es wird ja damit gerechnet, dass die Inflation in den nächsten Monaten weiter anzieht. Auch hierzulande rechnen Ökonomen mittlerweile damit, dass wir eben in Richtung 4% kurzfristig sogar klettern können. Dann muss ich eben zeigen, ist es nur kurzfristig oder ist es eher ein dauerhaftes Phänomen. In jedem Fall wird mit einer steigenden Inflationsrate auch die Nachfrage nach dem in Anführungszeichen sicheren Hafen Gold wieder groß sein. War in der Vergangenheit immer so, wenn eben die Furcht vor der Geldentwertung da ist und dann wird vermehrt nach Gold gegriffen und das Gleiche wird eben auch in der näheren Zukunft der Fall sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Monaten beim Goldpreis eine weitere Aufwärtstendenz sehen werden, dass dann die
Hochpunkte, die wir in dem Jahr hatten, beziehungsweise im Herbst des vergangenen Jahres bei 1950, dann auch nur temporär eine Widerstandslinie darstellen und dass wir dann mittelfristig deutlich darüber hinaus klettern können. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, wenn es etwas runter geht, wird der Goldpreis nochmal besonders attraktiv, um nachträglich einzusteigen, auch mit einem schönen Absicherungsniveau. Damit ergibt sich auch ein schönes Verhältnis von Chance zu Risiko. Soweit von meiner Seite zur technischen Seite vom Goldpreis. Das war es eigentlich jetzt schon im Zuge des Webinars. Wir haben fast eine Punktladung. Ich würde jetzt an den Holger übergeben, wünsche aber auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit an der Börse und hoffe, dass wir uns dann das nächste Mal wieder hier an der Stelle sehen werden. Ja, ich übernehme dann gerne an dieser Stelle. Ich werde Sie jetzt nicht mehr damit langweilen, nochmal ein Produkt herauszusuchen, weil das können Sie selber. Und wenn Sie es nicht schaffen, das Produkt rauszusuchen, dann rufen Sie mich oder meine Kollegen doch morgen einfach an. Unter unserer kostenlosen Hotline. Wir helfen Ihnen dann gerne. Ein kleiner Test für Sie, ob Sie heute aufgepasst haben. So viel von unserer Seite. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank an die drei Kollegen. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin mit Ihnen. Wenn Sie nicht genug von unseren Webinaren bekommen können, wir haben nächsten Mittwoch die Prime Quants hier. Ich bin mir sicher, hier werden wieder einige Indizes und Einzelaktien besprochen. Insoweit würde ich mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und Montagmorgen haben wir natürlich auch das Märkte im Fokus Webinar. Das werde ich diesmal begleiten. Insoweit, ich freue mich, wenn Sie dabei sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, und natürlich von uns auch vielen, vielen Dank wieder fürs Vorbeischauen. Auch wir wünschen noch einen schönen Abend, weiterhin gute Trades und dann freuen wir uns aufs nächste Webinar. Bis dahin alles Gute, das Wichtigste, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.